Nee, nicht nur eine. Ich glaube, alle am Ende für mich sind gleich. Weil ich finde es immer sehr nett, natürlich, wenn jemand etwas natürlich schickt. Aber ja, es war natürlich schon viel. Ja, und dann diese letzte Runde. Unser Team hat sensationell agiert, sofort auf die Softreifen umgewechselt. Und dann, ja, da war der Hamilton chancenlos. Also auch mit gleichen Reifen, ein Max auf eine Runde. Und vor allem von hinten kommen, der hat den Vorteil des Slipstreams, DRS, das war klar, dass das. Er hat mich nachher gefragt, was ich mir gedacht habe. Ich habe gesagt, du könntest, das war klar. Man muss dem Michael Massey zugute halten, der wollte das Rennen unter Rennbedingungen beenden. Beispielsweise bei Indica oder NASCAR gibt es die Regel, die hängen dann sogar noch eine Runde dran, damit das Rennen unter Rennbedingungen beendet wird. Und es waren halt 5 Auto dazwischen und die hat halt weggeschickt, damit man diese letzte Runde fahren kann. Die letzten 3, aber die dann noch. Und es ist eine Tatsache, es ist wie beim Schiedsrichter. Er hat das Recht und wenn er so entscheidet, dann ist das gültig. Am Ende war es okay. Natürlich hatten wir unsere Momente gehabt und da war natürlich vielleicht böse, aber auch schöne Duelle gehabt. Es hat natürlich wehgetan für ihn, was da ja, in die letzte Runde was da passiert ist. Aber da habe ich schon Respekt. Also ein Jahr in Vierradsport nur war sicher ein gewisses Risiko. Aber ich wusste, dass wir mit AlphaTauri, ein super Team, mit Franz Tost, der mit so jungen Fahrern, und wir haben dann in der Vorbereitung, wir haben ihn mit alten Auto testen lassen. Also ich wusste, er geht gut vorbereitet in diese Sache. Und dann der nächste Schritt war ja fast noch krasser, wie Kiat leider zu viele Unfälle hat, wie wir zu Red Bull Racing geholt haben. Da hat es ja auch einen Aufschrei gegeben. Aber deine Antwort war optimal. Ich war relativ schnell 20, dann auch. Ja. 20 Runden lang den Raikkonen mit einem schnelleren Auto und besseren Reifen im Schach gehalten. Und natürlich freut mich das, dass das so aufgegangen ist. Ich bin sehr froh, wo ich jetzt bin und ich hoffe, wie ich gesagt hatte, dass wir das noch 10, 15 Jahre zusammen machen können. Mhm. Ja, wir haben die gleiche Leidenschaft, wir wollen gewinnen. Und ihm zu sehen, ein Auto derartig gekonnt am Limit zu bewegen, ja, da geht das Herz über. Also, und da braucht man keine Kritik oder was, sondern wir sind uns da eigentlich immer einig, in welche Richtung und dieses immer weitere Steigerung. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wenn ich aus dem Auto gestiegen bin, habe ich ihn natürlich schnell gesehen und dann dieses Bild auch. Dann kommt schon alles wieder oben vom Go-Kart-Seite, dass wir durch ganz Europa natürlich zusammengefahren sind. Und für den Traum natürlich, um in die Formel 1 zu sein, aber dann natürlich auch das Meisterschaft zu gewinnen. Das war, ja, wie lange war das? 30, 40 Sekunden oder so. Aber das war ja richtig schön, um meinen Vater natürlich auch da dabei zu haben. Nach dem Sieg, nach dem Titel war ich schon beruhigt, weil das war immer mein Traum natürlich, um einmal zu gewinnen. Und alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus am Ende. Aber ich glaube schon, wenn ich wieder da im ersten Rennen bin, dann würde ich natürlich auch wieder gerne gewinnen. Ja. Aber wenn ich dann auch das schnellste Auto hatte, dann würde ich das auch machen.